Um es auf den Punkt zu bringen, Christian Lindner hat nicht kapiert, was für ein Misstrauen bei den Bauern und in der Gesellschaft generell gegenüber der Ampelkoalition und der Ampelregierung herrscht. Das ist gewissermaßen das Fazit, was man aus seiner Rede bei der Großkundgebung der Bauern in Berlin am heutigen Tage festhalten kann. Das heißt, er hat eine sehr engagierte Rede gehalten, er hat eine ganze Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen, Bürokratieabbau, mehr Nachhaltigkeit, mehr Unterstützung von Innovation, von Forschung etc., Rücknahme von Maßnahmen unter Frau Künast, die ja enorm die Landwirtschaft belastet hat. Das ist alles wunderbar. Das haben wahrscheinlich auch die ganzen Bauern auch akzeptiert und sogar mit Wohlwollen auch gehört. Aber das Misstrauen, ja, ist riesig. Der Ruf dieser Ampelkoalition ist, dass sie völlig unfähig sind, dieses Land zu regieren. Und in einer solchen Situation reichen nicht Versprechen über ja, Bürokratieabbau etc. etc., sondern da muss etwas ganz Konkretes da sein. Ja, und das ist eben die Rücknahme der Sparmaßnahmen, die Bauern belasten, konkret eben Agrardiesel bzw. die Besteuerung des Agrardiesels. Wenn nicht so eine Maßnahme auf den Tisch am Ende stellt, werden die Bauern eben unzufrieden sein und nicht nur das, sie werden wütend sein und die Unbeliebtheit dieser Ampelkoalition wird noch steigern, denn es wird klar, diese Ampelkoalition, diese Ampelregierung ist nicht bereit, etwas Konkretes zu liefern, sondern sie macht Versprechen. Aber das in der gegenwärtigen psychologischen Situation, in der gegenwärtigen Stimmung ist eben nicht ausreichend. Die Bauern und alle Menschen in Deutschland wollen etwas ganz Konkretes hören. Zum Beispiel Schluss mit der Besteuerung des Agrardiesels. Wenn so etwas nicht kommt, wird sich die Lage in Deutschland nicht beruhigen.